Wir freuen uns jetzt ganz besonders auf eine Dame, die in die Welt hinausging, um ihr musikalisches Ich zu finden. Sie ist die ehemalige Frontfrau der Global Criner. Und sie hat vor genau einer Woche am Freitag, den 13. ihr aufsehenerregendes neues Album Sabinski präsentiert. Genau, und genau daraus präsentiert sie jetzt uns eine Single, und zwar Servus, Tschüss und Baba, gemeinsam mit ihrer sensationalen Band. Ja, meine Damen und Herren, Sabine Steger. Mir ist nicht langweilig, sondern fad. Und zu einem Bin von sag ich Spagat. Hab ich einen Durst, trink ich ein Kracherl. Bin immer die Schuhe, mach ich ein Maschel. Mehr red ich bitchen, ist einfach nur grün. So kompliziert muss das gar nicht sein. Ein Schnellkochtopf ist ein Hellomat. Und ist er kaputt, dann ist er ein Klumpert. Da bin ich aber reib. Wir haben uns gefragt, woran es liegt, dass uns keiner versteht, wie es sowas gibt. Irgendwie haben wir für uns ein anderes Wort, manchmal drei oder vier. Und dann wird's hart, wie soll ich uns da auch mehr verstehen? Wir haben ein komplett anderes Deutsch, wie soll das gehen? Drum gibt's jetzt einen Schnellkurs für mein Vokabular. Lektion 1, guten Tag, heißt Grüß Gott und Servus, Tschüss und Baba. Ein kleiner Schnaps, das ist ein Stammerl, ein Bauchansatz, das ist ein Wampel. Berliner Hassen, Fasching knapfen, hast nix zum Sagen, stehst unterm Schlapfen. Eine blöde Kuh, das ist ein Mord, ein schwieriger Typ, einfach ein Tod. Es wäre nicht ganz dicht, hat ja ein Vogel. Und ist was schwarz und trocken, dann nimmst du am besten ein Sockrodel. Wir haben uns gefragt, woran es liegt, dass uns keiner versteht, wie es sowas gibt. Irgendwie haben wir für uns ein anderes Wort, manchmal drei oder vier. Und dann wird's hart, wie soll uns da auch mehr verstehen? Wir haben ein komplett anderes Deutsch, wie soll das gehen? Sag mir, du, hey, mach, hey, ja, hey, schau mal, mal, dann sehen wir, hey, hast es ab? Servus, Tschüss und Baba. Und wer jetzt glaubt, der ist schon gescheiter. Der passt jetzt gut auf, es geht nur weiter. Quark ist Topfen, Schneebohnen sind Fison, faschiertes Hack, Blumenkohl, Kaffeeol. Hab ich zu viel getrunken, dann hab ich am Spiel, hab ich für die Schule nichts gelernt, dann hab ich einen Nachtzipf. Blunzenteischl, Eierschwammerl, Brandteig, Krapferl, Bader, Schinken, Paradeiser und Bovi und Patschkerl. Eierspeistigen, Gulatschen, Schober mit Schlag und Bass, Marillenzwetschgen, Vogelsalat. Und Leberkaus, das war's schon. Wir haben uns gefragt, woran das liegt, dass uns keiner versteht, wie es sowas gibt. Irgendwie haben wir für uns ein anderes Wort, manchmal drei oder vier. Und dann wird's hart, wie soll uns da auch mehr verstehen? Wir haben ein komplett anderes Deutsch, wie soll das gehen? Warum sagen wir danke fürs Zuhören? Ihr wart wunderbar, heißt bei uns auch. Servus, Tschüss und Baba, 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 Baba. Servus, Tschüss und Baba. Bravo, bravo, bravo. Sabine Steger, ja, danke hallo. Fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Fantastisch. Danke. Das war jetzt wirklich, das ist ein Ohrwurm, der ist da gelungen ist. Wer schreibt die Lieder? Ich schreibe die Lieder. Du schreibst die Lieder? Ich ganz alleine und Sie müssen spielen. Wahnsinn, Sie, die armen Burschen. Das ist für mich was, Frauen haben immer so viel zum Reden. Da schreibe ich natürlich die Texte und die Lieder, dass endlich immer viel reinpasst. Ja, du bist ja trotz deines zarten Alters eine sehr erfahrene Sängerin, kann man schon sagen. Also schon viel mit den Global Criners 2005, 10 Jahre her, war sie da beim Song Contest. Mittlerweile ein neuer Anfang für dich. Hast du eine Zeit lang Englisch gesungen? Jetzt österreichisch, darf man sagen. Darf man einwandfrei sagen, ja. Ich habe das nie wirklich so am Schirm gehabt, aber Global Criner war natürlich so ein bisschen eine Spielwiese, weil da haben wir in allen möglichen Sprachen, Dialekten und so weiter gesungen und gespielt. Und nach dem Ende habe ich quasi mein englischsprachiges Projekt mit eingestampft und wollte einen ganzen Neuanfang. Und ich bin dann nach Hamburg gezogen und habe in Hamburg die Liebe zum Österreichischen neu entdeckt. Oh, schön. Ja, na, wirklich. Ja, ja, das in wirklich, der Ferne. In der Ferne. Griechisch. Und da habe ich gemerkt, wie speziell die österreichische Sprache ist. Ja. Und das ganze Album ist eigentlich so eine Auseinandersetzung mit dem Österreichischen, mit Austriazismen. Und da ist natürlich Servus eines der wirklich spektakulärsten und bekanntesten österreichischen Austriazismen ganz wichtig mit im Programm zu sein. Die CD ist wunderbar. Ich habe schon ein bisschen reingehört. Sie ist wirklich fantastisch. Was ist dein Lieblingslied, ganz kurz?
Das war jetzt eines von den lustigen Songs, aber es sind ich bin so ein bisschen eine emotionale Kitschnudel halt auch manchmal. Es gibt auch so lebensberatende, emotionale Songs, wie zum Beispiel Gestutzte Flügel. Gut, gut. Wachsen noch. Wir wollen, bevor du anfängst zu singen, nichts verraten. Okay. Wer dieses tolle Lied hören will, bitte einfach die CD kaufen oder legal aus dem Internet runterladen. So ist es. So wird's herzlichen gemacht. Dank fürs Kommen, Lisa, danke für Sabine Steger.